Freunde, wir stecken der Glamour, doch zum Glück gibt es Brettspiele. Herzlich willkommen. Hallo Maria. Hi Markus. Hallo. Es ist wieder soweit, wir packen wieder aus. Yes. Ja. Ist schon alte Tradition bei unserem Kanal und wir haben Spaß dran. Ich hoffe ihr auch. Und die Interessierten unter euch sehen vielleicht ein paar neue Spiele, die sie vielleicht ansprechen aufgrund des Covers. Oder beziehungsweise Kunden von mir, von der Glamme in Wien, die sehen dann, hey, das hat er jetzt auch, cool, bestelle ich gleich. Ne? Ist ein bisschen auch eine Werbung, eh klar, aber ist ja nichts Schlimmes. Nein. Schau mal rein, oder? Ja. Ja. gehen wir gleich darüber. Wir beginnen ganz, ganz klein. Mhm. Ein relativ neues Kartenspielchen von Heidelberg Spielverlag, nämlich Spicy. Spicy. Weiß nicht, ob man das kennt, ob man schon viel davon gehört hat. Sollte man, weil es ist nämlich auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres gewesen. Lustige Grafik, denke ich. Die Karten haben sehr gute Qualität, sind so goldig angehaucht. Also da haben sie sich wirklich Mühe gemacht, dass es gut aussieht. Ja. Ob es gut spielbar ist, muss man zuerst probieren. Das haben wir noch nicht probiert. Nee. Das sollte man dann spielen. Genau. Könnte man wirklich mal probieren. Mhm. Weil so von der Aufmachung her, das Auge spielt ja mit, ist das schon mal sehr ansprechend. Mhm. Auf alle Fälle. Spicy! Dann ein für mich zu Hause schon ein alter Klassiker habe ich mir eingeholt, weil dahinter kann ich stehen. Man muss auch ein paar alte Klassiker im Sortiment haben, nämlich Bank, The Dice Game. Das ist das Bessere für mich als das normale Bank. Für mich auch. Ja, also ich finde es so. Das Kartenspiel ist okay, aber das Würfelspiel, es ist einfach absolut befriedigend, wenn du einen Haufen Würfel hast und bam und dann. Gib's ihm, ja, genau. Der schießt ihm, trink ein Bier, damit du wieder gesund bist und so weiter und so fort. Jedes Spiel, wo man Bier trinken kann, ist ein tolles Spiel. Das bringt Gesundheit auch noch. Ja, so ist es. Es ist ein gutes Spiel. Schnell gespielt, leicht zum Erklären, das kann man sogar mit Kindern spielen, würfeln, fertig. Absolut, absolut. Das ist eines dieser Spiele, die haben diese Player Elimination, also ein Spieler kann aus dem Spiel rausfliegen sozusagen und muss zuschauen, stört aber nicht, weil hier geht es relativ flott. Und das ist auch irgendwie thematisch passend, weil es ist nun mal Duelle, da geht jemand drauf. Was soll man machen? Wir haben das nicht erfunden, die Idee, das ist halt einfach so. Eine Erweiterung zu einem Spiel, nämlich Deception Undercover Allies. Und ich merke gerade, das ist auf Englisch und auf Deutsch. Mhm. Auf Deutsch ist das eben Getäuscht, Mord in Hongkong. Genau, Mord in Hongkong. Das muss ich leider noch spielen. Ja, habe ich auch schon öfters gespielt. Kommt immer sehr gut an in meinen Runden. Ist ein bisschen clunky, wie man so schon sagt. Also ein bisschen, ganz so rund läuft es nicht immer. Zumindest in meinen Spielrunden. Aber es ist ein schönes Spiel. Einfach, es ist jemand gestorben und man muss herausfinden als Gruppe, wer ist der Mörder. Ganz simpel, anhand von Karten, durch Reden, durch Deduktion. Schönes Thema, die Grafik ist zweckdienlich, sage ich mal. Jetzt aber hast du mir Gusto gemacht. Ja, jetzt will ich das Spiel. Undercover Allies, die Erweiterung dazu. Die Grafik schaut auch cool aus. Oh ja, ja. Die Grafik, wie gesagt, ist zweckdienlich, aber passend zu dem Spiel. Dann ein weiteres Spiel, ein Koop-Spiel, das ich sehr gerne spiele, wo ich auch dahinter stehen kann, nämlich Flashpoint. Flashpoint. Flammendes Inferno. Man muss da einfach Feuer löschen, in ein Gebäude reingehen, also als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau und einfach löschen und Leute retten, aufpassen, dass es nicht zum Explosionen kommt und so weiter und so fort. Also das haben wir gespielt und es ist schon sehr thematisch, sehr thematisch. Ich kann mich erinnern, in einer anderen Runde, da warst du nicht dabei, da hatte ich im Prinzip eines der intensivsten Erlebnisse im Brettspielbereich jemals. Da haben wir quasi im letzten Augenblick zu dritt, sind wir rückwärts zum Ausgang gegangen, haben das Feuer gelöscht, die dritte Person, der dritte Feuerwehrmann hat noch den letzten Verletzten getragen, es ist alles rundherum zusammengebrochen und gerade im letzten Augenblick konnten wir verschwinden und die Person retten. Das war wirklich spannend. Danach haben wir geschwitzt und wir haben wirklich gedacht, hey, wir haben eine Arbeit geleistet, wir haben Leben gerettet. Total dumm irgendwie. Aber wenn Spiele das können, dann ist es toll. Eben. Ja, das sollte es sein. Flashpoint, Flammendes Inferno, kann das. Episch. Zu Getäuscht, Mord in Hongkong oder Deception, Murder in Hongkong gibt es ja natürlich auch das Hauptspiel. Was bringt mir die Erweiterung, wenn ich das Hauptspiel nicht habe? Und da haben wir es. Da siehst du auch, die Grafik ist zweckdienlich. Okay. Aber es passt. Ist eben auch multilingual, also Deutsch und Englisch. Das ist immer sehr, sehr gut, wenn ein Spiel das bietet.
Und ah, da sieht man schon Seal of Excellence von Deistauer natürlich. Ja, nicht alles, was der Deistauer mag, mag ich auch, aber in dem Fall gehen wir d'accord, wie der Franzose sagt. Mhm. Ist schon recht cool. Ist schon recht cool. Könnte auch etwas für die Klemme sein, für unsere Brettspielabende, wenn wir denn dürfen. Noch dürfen wir nicht. Noch nicht, leider. Mit einer Erweiterung, da sieht man dann auch, was dann uns noch für ein Originalspiel erwartet, aber macht ja nichts, nämlich zu Potion Explosion, die fünfte Zutat. Ja, ein lustiges Spiel. Ja. Man muss wirklich diese Potions zusammenbrauen mit Hilfe von Würfeln, die man sich halt nimmt. Mhm. Es kommt zu Explosionen und so weiter und so fort. Man kann die Potions oder Portionen, oder wie sagt man das richtig? Die Potions. Potions einfach verwenden, um Fähigkeiten zu haben oder halt Sachen zu machen. Genau. Das Clou an dem Spiel, ich meine, das ist, naja, Gimmick würde ich nicht sagen, aber es hat so einen Plastik-Ding, wo eben die Kugeln drinnen stehen. Und das hat dann so eine Art Candy Crush und so weiter Mechanik, wo du eine Kugel rausnimmst, dann rollen die Kugeln nach und wenn dann zwei gleichfarbige Kugeln aneinander stoßen, kannst du auch die nehmen und dann machst du Kettenreaktionen. Und die Kugeln verwendest du dann eben, um diese Potions zu brauen. Super lustiges Spiel. Wenn man eine Ahnung hat von dem Spiel, wenn man wirklich gut drin ist, kann man trotzdem, obwohl es eigentlich so einfach klingt, trotzdem immer gewinnen. Also das ist schon... Das habe ich schon gemerkt, einfach nur drauf losspielen, da wird man wohl ziemlich abstinken. Und hier ist jetzt eine Erweiterung mit der fünften Zutat und ja, bin ich selber schon gespannt, weil die habe ich nicht. Ich kam ja zu spät zu dem Spiel, also Potion Explosion habe ich ja, macht Spaß. Die Erweiterungen waren dann out of print, die gab es nicht zu bekommen. Jetzt kommen sie langsam wieder und das ist gut so. Ja. Ja, kann ich eine Lücke nachholen im Prinzip. So, und in diesem Karton das letzte Spiel. Haben wir auch schon mal gespielt. Okay. Das haben wir sogar hier auf diesem Kanal vorgestellt. Okay. Könnten wir unten verlinken. Könnte nicht. Wenn du nicht vergisst. Nämlich Quattle. Ah ja, Quattle. Super schönes Spiel, super Plastikkomponenten, oder? Ja, die sind super, super bunt. Man erschafft diese gefiederten Schlangen, wie es in dem Spiel heißt. Ja, macht Spaß. Es ist einfach zum Erklären, man kann es mit jedem spielen. Ich habe das sogar mit befreundeten Pärchen gespielt. Mhm. Die spielen Brettspiele fast gar nicht. Ja. Ich habe sie jetzt ein bisschen angesteckt. Aber das habe ich mit denen gespielt, sie haben es verstanden und es hat ihnen Spaß gemacht. Also das kann man wirklich mit jedem spielen. Absolut, absolut. Es schaut gut aus, es spielt sich gut und das ist gerade für Anfänger oder für Nicht-Hobbyisten sehr, sehr gut, wenn man ein Spiel hat, das einfach gut aussieht, weil das macht natürlich Spaß. Mhm. Wenn jemand ein Spiel erklären will, das ausschaut wie eine Raufasertapete, dann wird's schwierig. Ja, es zieht auch die Leute dann mehr an. Ja. Wenn sie was Buntes sehen, macht es einfach mehr Spaß. Genau. So. Nächste Schachtel. Oh, die nächste Schachtel. Es geht dahin. Rein. Schau mal rein. Bam. Ja. Was haben wir da? Die verlorenen Runen von Arnak. Yep. Was machen wir da? Man ist einfach Indiana Jones, wenn man so sagen darf. Oder Tomb Raider. Tomb Raider, genau. So oder so. Man sucht einfach Schätze in Urwald. Ja. Startet eine Expedition von einem Lager und geht los. Ja. Genau. Also da gibt es viele Mechaniken, die ineinander greifen. Es ist gut ausgetüftelt. Ich mag das Spiel sehr. Ja. Es war fast knapp an meinem Top 10 vorbeigerutscht. Also ich mag das Spiel sehr. Ja. Ja. Weil du sagst Indiana Jones. Mich erinnert er eher an Francis Drake? Nein, nicht Francis Drake. Den Drake. Ja, weiß also, ich schon, was du meinst. Uncharted. Uncharted, genau. Der Sunny Boy. Mhm. Ja. Ja, tolles Spiel, cooles Spiel. Gab es jetzt auch eine Erweiterung? Ja. Die gab es auch. Hast du sie? Natürlich. Oh, sehr da haben wir die kleine Erweiterung. Mhm. Die Expeditionsleiter. Mhm. Also jetzt keine Leiter, sondern die dich führen. Ja. Warum der Indiana Jones eine Leiter braucht, das muss man mir mal erklären. Weil, aber gut, mach doch. Naja, dann ist es halt nicht mit... den Indiana Jones. Ja, aber was haben wir da? Das sind wirklich so Expeditionsleiter. Man kriegt so ein Tableau, wo dann die Leiter spezielle Fähigkeiten haben, die man dann verwenden kann. Ja? Mhm. Da kommen auch noch dann Zusatzsachen dazu und so weiter und so fort. Also das lohnt sich, diese Erweiterung, würde ich sagen. Und fairerweise ist es immer gut, wenn man in einem fremden Land ist, wenn man jemanden hat, einen Einheimischen, der einem dort ein bisschen hilft. Oder ein bisschen Geld zuschiebt, dass man ein bisschen mehr erreichen kann und so weiter. Backschisch, genau, so ist es. Ja, die Erweiterung zu einem super tollen Spiel, das heuer, glaube ich, rauskam. Mhm. Die verlorenen Ruinen. Von Arnak. Von Arnak.
Und ebenfalls ein super tolles Abenteuerspiel. Episch ohne Ende, ernsthaft ohne Ende. Unicorn Fever. Ja, ja, ja. In diesen epischen, es ist ein Wettrennen, wo man mit Regenbogen-Einhörnern auf einem Regenbogen Track. Strecke. Voran. Ja. Es ist ein Racing-Spiel. Ja. Quietschebunt. Aber lustig. Lustig und gar nicht mal so ohne. Also das ist schon, ne? Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, bunt, quietsch, passt schon. Ich habe das seinerzeit auf Essen gesehen und ich bin schon stehen geblieben und habe mir das angeschaut, weil es schaut einfach cool aus. Und so Racing Games, wenn sie wirklich das richtig machen, sind schon spaßig. Ja, es gibt nicht viele, die das richtig machen, meiner Meinung nach, aber ein paar wenige. Und ich glaube, Unicorn Fever könnte so eines sein. Wird man rausfinden müssen. Muss man rausfinden, genau. Sollte man spielen, muss man rausfinden. Dann kann man weiter sagen, mehr sagen. Ja. Next. Ja, machen wir weiter. Nämlich auch ein Spiel, das ist bei mir zu Hause und kann man gut mit Anfängern spielen, weil es sehr, sehr schön aussieht. Nämlich Dragon Castle. Dragon Castle. Ein Mahjong-artiges Spiel. Man bekommt wirkliche Mahjong-Steine. Dafür alleine lohnt es sich schon, wenn man ein Mahjong-Set möchte. Ja. Und dann ist noch ein Spiel obendrauf. Das Spiel selber ist okay, macht Spaß. Ist recht gefällig, aber es liegt halt davon, dass man diese super schönen Komponenten hat und also ich mag das Spiel. Okay. Also ich habe das bei dir gespielt und immer zuerst gedacht, keine Ahnung, aber dann habe ich es gespielt und dann wirklich, ich habe mich dann gedacht, na, wieso habe ich es nicht zu Hause? Ja, also das muss ich schon sagen, weil ich spiele Mahjong sehr gerne. Ja? Mhm. Ich habe sogar einen originellen Mahjong zu Hause, wo man dann das so zu viert spielen muss und so weiter und so fort. Mhm. Und deswegen hat mir das Spiel wirklich gefallen. Genau. Also diese Art von Mahjong, die man hier spielt, ist jetzt nicht so wie dieses Drachenauge oder wie auch immer man das nennen möchte, wo man zwei gleiche sucht. Das macht man schon. Mhm. Aber was man dann auf seinem eigenen Tableau macht, ist etwas anderes. Also es ist schon ein Spiel darüber hinaus. Es ist nicht nur Mahjong, aber es hat Anleihen danach. Und das ist schon toll. Hm? Du hast recht. Jetzt, wo du sagst. Ja. Ich mag's. Ja, schönes Spiel. Und die Grafik und das Material ist super. Ein weiteres Spiel, das habe ich mir ein viertes Mal reinbestellt. Also davon habe ich insgesamt vier Stück. Eines für mich persönlich, weil das habe ich auch in Essen damals gesehen. Das fand ich damals super interessant. Ich habe mich nicht zu sehr spoilern wollen, weil man hier eine gewisse Geschichte erlebt. Und jetzt, wo wir eine fixe Spielgruppe haben, könnten wir das auch mal spielen. Wenn es überhaupt die Leute wollen. Ich weiß es nicht. Ja, ein großes, fettes Spiel, nämlich... Ah ja. King's Dilemma. King's Dilemma, genau. Worum geht's da mal? Ja, ich glaube, der König ist gestorben. Nein, nicht ganz. Oder wir sind der König? Nein, auch nicht. Na, dann erzähl, worum geht's? Wir sind quasi die linke und die rechte Hand des Königs und wir müssen Entscheidungen treffen für ihn. Mhm. Und je nachdem, welche Entscheidungen wir treffen als Team, verändert sich die Geschichte. So ist mein Empfinden, wie das Spiel funktioniert. Also es gibt verschiedene Handlungsstränge mit verschiedenen Enden und als Gruppe entscheiden wir, müssen da taktieren und so weiter und so fort. Ja, man muss im Prinzip sein eigenes Haus, wenn man so will, ähnlich Game of Thrones mäßig, man muss versuchen, sein eigenes Haus irgendwie dann trotzdem nach vorne zu bringen. Durch das Verhandeln und so weiter soll man dann doch gewinnen und so weiter und so fort. Hört sich gut an. Ist im Prinzip ein Spiel, das ein One-Trick-Pony, wie es so schön heißt. Das, wenn man das einmal durchgespielt hat, dann kennt man ja die Story im Prinzip, auch wenn es Abzweigungen gäbe. Mhm. Aber macht ja nichts. Könnte man mit anderen Gruppen spielen. Vielleicht. Ja, zum Beispiel, genau. Jemand wie ich, der dreimal schon Pandemic Legacy 1 gespielt hat. Ja. Eben. Macht ja trotzdem Spaß. Mit den richtigen Leuten macht ja alles mehr Spaß. Ja, und dann zum nächsten. Also. Ja gut, das soll jetzt keine Überraschung sein. Genau. Weil da haben wir ja jetzt die Erweiterung ja gehabt. Genau. Ocean Explosion, da ist das Grundspiel dazu. Genau, für die, die das nicht kennen, da hinten sieht man jetzt das Bild mit diesem Plastik-Tray, wo eben die Kugeln drinnen sind, die Mummeln. Hm? Schaut schon nach was aus. Macht Spaß. Tolles Spiel. Kann man empfehlen. Wieso nicht? Und das letzte Spiel. Habe ich auch eins mehr bestellt. Weißt du, ob es für mich ist oder für dich? Ich glaube für mich. Du glaubst für dich? Und ich glaube, ich weiß schon nicht.
Nämlich 2491 Planet Ship. Das Weltenschiff Alpha. Sollte ein Worker Placement sein. Sollte. Wir haben ein Schiff, das wir versorgen müssen und wo wir Leute retten müssen und so weiter und so fort. Ein Science-Fiction typisch, ja. Deswegen habe ich mir das auch gekauft, weil ich habe mir gedacht, Science-Fiction, ich mag diese Spiele, wenn sie mit Science-Fiction sind. Das ist für mich sofort fast ein Must-Buy. Also da bin ich voll immer dabei. Ob das gut ist, muss man spielen, muss man sich anschauen. Aber ich hoffe es. Wird man sehen müssen. Bei mir ist es ein bisschen unter dem Radar geflogen, aber man kann nicht alles mitbekommen. Das Spiel oder ja, die Brettspielszene ist so groß. Da kriegt man nicht immer alles mit. Aber es ist gefällig. Man darf es nicht immer vom Äußeren täuschen lassen. Aber ich bin gespannt. Also die Grafik, muss ich sagen, ist auch gewöhnungsbedürftig. Zuerst haben wir gedacht, aber ja, wie schon gesagt, man soll dem Spiel ein bisschen Chance geben und sich das anschauen. Ja, wirklich leer? Ja, das war es auch schon wieder mit diesem, was gibt es Neues in der Klemme? All diese Spiele könnt ihr online erwerben, wenn ihr das mögt, oder ihr kommt vorbei in den Laden, da kann ich euch auch beraten, beziehungsweise wenn wir wieder offen haben, ne? Ist ja nicht so bei uns momentan in Österreich. Ja. Ja, welches von diesen Spielen hat euch begeistert? Wo sagt ihr, hey, das schaut gut aus, das würde ich gerne probieren? Welches Spiel habt ihr vielleicht schon gespielt und könnt ihr eine Empfehlung abgeben oder eine Warnung? Auch das ist natürlich erlaubt. Mit den richtigen Worten ist alles erlaubt bei uns. Schreibt es unter in den Kommentaren, würde mich freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Gatto!